Hallo und willkommen zu Let's Play Pokémon Gelb. In den letzten beiden Parts haben wir, meine ich, die Sylph Corporation gelöst oder das Gebäude gemacht. Und ich... Oder nee, gar nicht. Doch! Doch! Und haben die Arenenrettung besiegt, genau. Wie ihr an dem schönen Rand seht, den ich ja jetzt angefügt habe, seit Part 15, 16, 17, irgendwie sowas. Ja, habe ich gemacht, weil ich weiß nicht warum. Er war nicht perfekt, meine ich. Aber ich arbeite noch dran. Und ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe in den Parts oder ob man es. Oh, ein Dudu. Ob man es gehört hat. Aber die Audiospur hat sich leider ein bisschen aufgehängt. Ich bin noch gerade am rausfinden, wo das hängt. Kann sein, dass jetzt wieder passiert. Ich versuch's dann irgendwie zu unterbinden oder. Ich weiß nicht. Also unterbinden kann ich es ja dann schlecht, das ist ja das Problem. Das Blöde ist nachher das Mixen mit der Videospur. Ich hoffe, dass es einfach, dass es nicht mehr passiert. Deswegen halt gucke ich immer gerade mit meinem rechten Auge so immer drauf, ob es gerade hängt oder nicht. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Das Blöde ist halt, wie gesagt, dass ich dann am Ende da das irgendwie mit der Videospur hinkriegen muss, dass die synchron sind. Was manchmal echt ein bisschen blöd ist. Ansonsten muss ich mir ein anderes Programm zum Aufnehmen suchen. Ich weiß nicht. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Du hast keinen Platz mehr für mehr Geschenke. Ja, ich habe mir nämlich auch mehrere Supertränke gekauft und mehrere Beleber. Was ist das hier? Erdbeben an Pokémon bringen. Komm, wir bringen jetzt Erdbeben bei Glurak, komm. Was ich noch erwähnen wollte. Was brauchen wir? Komm, hier Erholung. Das habe ich einfach nur beigebracht, damit wir... Ach, egal. So, ja, oh fuck, das hätte ich nicht vorspulen sollen, egal, na. Ich weiß nicht, ob es am Aufnahmeprogramm liegt, dass es passiert, oder ob es am Mikro liegt. Ich hoffe, es liegt am Aufnahmeprogramm, denn dann könnte ich da noch irgendwie was dran ändern. Mew konnte ich fliegen beibringen, aber nehmen wir uns Glurak bei. Welchen Tag für Body Slam, oh fuck. Ich bin so dumm. Na egal, das geht auch. Ist nicht schlimm. Welchen Tank hat er denn jetzt noch? Status. Schlitzer, Glut. Ah, ich hätte Glut vergessen sollen. Psychwelle. Genau, Kadabra packen wir gleich wieder ins Team. Den habe ich jetzt noch rausgenommen für Bisasam. Bodychecker in Pokémon bringen. Klar, dafür bringen wir jetzt Glurak Body. Oder? Kickle. Ja, okay, das hat sich dann doch geändert. Sonst noch irgendwie eine Attacke, was haben wir hier zerschneiden? Nee, das ist gar nicht zerschneider. Blitz! Nee. Blitz können wir eigentlich wegpacken. Nein, zerschneider möchte ich auch nicht mehr beibringen. Was ist das hier? Surfer muss ich nämlich hier beibringen. Garados. Ich muss es Garados beibringen. Ja. Silberblick, ja, das ist eigentlich relativ einfach, das hier zu machen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt und machen uns auf den Weg zur vierten Arena. Nee, gar nicht. Wir machen uns auf den Weg zur... Obwohl doch, wir können jetzt fliegen. Ach ja. Glurak. Fliegen. Und zwar fliegen wir zu Fuchsiania City. Nach Fuchsiania City. Heilen unsere Pokémon, weil die natürlich volles Leben hatten. Und da muss man mal geheilt werden. Nein, wir legen ab. Und zwar Bisasam. Und dafür nehmen wir nicht die Kadabra mit. Ich muss mal kurz gucken, welchen. Obwohl, kann ich ja so machen. Denn wir können ihm Psywelle beibringen. Das will ich, glaube ich, nicht Mew beibringen. Ja. Nein, das habe ich auf B gedrückt. Nein! Oh. Ja. So. Konfusion, Psychokinese, Psychostrahl. Ach, Genesung brauchen wir. Obwohl, egal. Wird wohl nicht so schlimm sein. Ich habe schon einen Kampf gemacht. Den noch nicht. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Okay, wenn du meinst. Das sollte jetzt hoffentlich... Ach, ich sollte ja noch ein bisschen trainieren eigentlich noch. Komm hier, Mega-Hieb. So, Goldini wurde besiegt. Oh, Level 37 für Mew. Ich finde das immer so unübersichtlich. Hier, Kickli müssen wir leveln, definitiv. Bodycheck. Oh, war ganz gut, der Angriff. Und jetzt noch ein Doppelkick und das war's. Seeper wurde besiegt. So, Level 32 direkt für Kickli und Sterndu.
Doppelkick direkt? Ja, Mann. Kickler hat 658 EP, das ist auch ganz gut. Ah, ich habe noch geguckt, das hätte ich noch hingehen können. Uah, mich fröstelt in den großen Supermarkt, in den großen Markt. Hätte noch gegangen, da hätte ich ein paar DMs kaufen können. Hi, hast du Hunger? Wir haben heute Burger im Angebot. Lecker, ja. Pikachu, der Pika. Surfer Dude, seit 30 Jahren auf dem Brett. Ach, das gab's auch im Anime, glaube ich. Sommerstrand aus Pokémon sind willkommen. Hier haben wir eine Pokémon-Box oder was? Sieht bei Maschine aus, nee. Okay. Ja. Okay, ja, komm, wir packen jetzt Kickley nach vorne. Oh, ich finde die Zahlen echt übersichtlich. Aber egal. So ist gute Reihenfolge. Haben wir eine gute Reihenfolge. Benutzen wir direkt einen Supertrank? Ich weiß nicht. Naja, lohnt nicht. So, bis jetzt habe ich noch keinen Aufhänger gesehen in der Aufnahme. Ich musste die ganze Zeit drauf gucken. Das macht einen richtig nervös neben der Aufnahme. So, Surfer von Gyarados und direkter S-Kampf. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Ja. So, wir fahren zur Zinnoberinsel. Da können wir, glaube ich, nicht direkt die erste Arena machen. Seeperwut besiegt, geil. Sondern müssen vorher noch irgendwas anderes machen. Ich habe es nur noch grob in Erinnerung. Ich bin gespannt. Kicklevel, ach ja, klar, bei Rückstoß. So, wir haben besiegt. Ein traumatisches Erlebnis. Ja, wenn du meinst, für uns war es der Sieg des Jahrtausends. Supertrank? Ja, gut so. Ich weiß nicht, wo lang wir müssen. Irgendwo hier rechts ist eine Grenze, genau. Ich habe mir einfach immer gesagt, das sind Bojen hier, ganz klar. Ich gehe gerne schwimmen, du auch? Sieht ansonsten ein bisschen komisch aus, was auch immer. Ich frage mich immer, was die Dinger sein sollten früher. Es sollten Zäune sein, es sah aber nicht so aus wie ein Zaun. Es sah aus wie keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Oh geil, direkt. Auch wenn sie verletzt werden. Na gut, das ist der Nachteil im Bodykick. 495. Ja, beziehungsweise sagen wir so, der Nachteil vom Bodycheck auf einem niedrigen Level. Auf höherem Level ist es nicht mehr so schlimm, da wird nur noch, was ich. Hypnose kann wirken auf Kickley. Naja, 4800, Level 33, das geht ja schnell hier. Fegekick, ja. Und Mann, war das ein Bauchplatscher. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich hatte noch nie so richtig fette Bauchplatscher. Ich wollte nach Pokémon tauchen, doch das war keine gute Idee. So richtig, einen richtig fetten Bauchplatscher, wo so alles gebrannt hat, hatte ich bis jetzt noch nicht. Haben wir nicht geschafft. Ich glaube, einmal hatte ich so, das hat es echt ein bisschen gebrannt, aber nur ein bisschen. Ansonsten habe ich dieses Kunststück noch nicht geschafft. Fegekick, ja. Ansonsten habe ich mich beim Schwimmen zum Glück noch nicht verletzt. Das muss schrecklich sein. So mitten auf der See und dann so einfach, keine Ahnung, egal was du hast, ein Krampf oder was auch immer. Also das mitten auf See ist, allein wenn du irgendwo am Hotel bist oder so und dann im Wasser am Hotel trotzdem. Wenn du ein bisschen weiter draußen bist, sind zwar andere Leute, aber trotzdem musst du auch richtig... Wenn du da einfach einen Krampf hast und dann weißt, das ist eine richtig grausame Vorstellung. Oh Gott, Golking. Hatte ich zum Glück auch nicht. Will ich auch nicht bekommen. Brauche ich nicht, die Erfahrung. Naja. Golking wurde besiegt. Oh, 1000 MP, das war geil. Hilfe! Das ist auch komisch hier. Das ist ja. Oh, ach, hier gibt's ja wilde Pokémon. Oh, Tentachai. Das ist auch ein bisschen komisch. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen weiter auf See. Hä? Der hat doch in eine andere Richtung geguckt. Hä? Also das müssen wir jetzt mal erklären. Warum? Check ich nicht. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Oh, wer weiß. Aber die sind ja hier schon ein kleines Stück draußen, würde ich sagen. Und wir müssen hier... Die können einfach so kämpfen, ohne irgendwie, dass sie auf einem Pokémon reiten. Es ist... Naja. Okay. Die Vorstellung war immer ein bisschen komisch. Aber darüber muss man nicht nachdenken. Oh fuck! Kickley 6 und 7 EP, 34. Ja, wir möchten wechseln. Wir wechseln jetzt mal auf Atriatic, also auf Pikachu. Donnerblitz. Ja. Die Attacke ist sehr effektiv. Und was kommt jetzt? Goldini, ja. Goldini ist kein Problem für uns. Ja, Goldini wird besiegt, 642 EP. Super. Blubber Glück. Blubber. Oh, es gab bei SpongeBob diese Krankheit, Blubber. Ja, das war... Ja, nicht gerade schön.
Ah, SpongeBob war eine gute alte Serie. Den hatten wir, glaube ich, eben. Oh Mann. Ach du Scheiße. Ja, wir haben viel zu kämpfen. Die Gewässer sind trügerisch, weil wir nämlich auch ein bisschen leveln müssen, was eigentlich klar ist, weil jetzt... Wir haben gesehen, in den letzten Orden waren wir schon ein bisschen... Ach, da war doch auch dieses Kadabra, das wir gerade noch so besiegen konnten. Weil es auf Level 40 war und da sollten unsere Pokémon auch ungefähr um den Dreh sein, zwischen 35 und ach, über 40, was weiß ich, da kann es höher sein. Aber Feuer. Ja, doch, wir haben Gyarados. Gyarados ist eigentlich Wasser. Kikli. Keine Ahnung, ich weiß, Kampf. Ich weiß nicht, inwiefern Kampf, Feuer. Ich glaube, es gibt sich nichts. Donner. Ich glaube, das ist auch... Also, ja, Blitz. Das ist auch nicht so... Pflanz-Pokémon haben wir nicht. Aber Mew könnte es, glaube ich, unterlegen. Und Glurak ist sowieso der Oberking. Das... Na wohl, unser Glure kann nicht so viel Feuer antanken. Naja. Tentoxa. Oh fuck, das war's für Kikli. Kommen wir jetzt mal mit unserem Donner-Pokémon auf dem Gewässer ran. Ich glaube, das zerfickt jetzt alles. Ja. Tentoxa wurde besiegt. Schön viel EP, 35. Ja. Ich glaube, ich level vom nächsten Part nicht. Das war gefährlich. Alter, kriegen wir viel nicht Geld. Fällt mir gerade auf. Naja. Mir fällt auch gerade das auf. Ich bin ja geschwommen und nun bin ich müde. Ja, das ist auch schrecklich. Irgendwo hinschwimmen und dann müde und dann... Muss ich noch zurück. Das nehme ich, dass das ein bisschen übersteuert. Dass der Pegel ein bisschen zu hoch gestellt ist. Ja, das muss ich ändern. Denn, oh Gott, das ist ja wirklich sehr laut. Da, ja. Egal. Ach, ich bin gerade noch... Ich habe noch Zeit, um das zu regeln. Sterndu... Ja, das ist eigentlich immer ein Donnerblitz. Das gibt es nicht so das Problem jetzt für uns. Stellung wird besiegt, 658 CP und wir haben sie besiegt. Ich bin am Ende meiner Kraft. Jetzt haben wir 2030 gewonnen. Naja. Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Ja, kann sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter da ist. Sieht auf jeden Fall nicht regnerisch aus, sagen wir so. Donnerblitz. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Japan so an der Küste ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Golking wurde besiegt. Cool. 36. Wir brauchen aber wenig EP im Vergleich zu Kikli. Ja. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Ja, ich bin der Allerschlimmste, wie keiner vor mir war. Gibst du mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne? Nee, ganz sicher nicht. Ich meine, das ist, ja, ja, haben wir schon angesprochen. Ich glaube, jetzt hat's gerade gehangen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So. Donnerblitz. Ja, Quaffel wird besiegt. Tschüss, kein Problem. Ich möchte nicht das Pokémon wechseln. Nochmal Donnerblitz und... Ja, das war's, ne? Ach nee, die hat sogar 5 Pokémon, ne? Wie komme ich denn auf 2? Das, ist für Pikachu. Das ist echt gut hier für Pikachu zu leveln. Das ist, glaube ich, nicht abzuschreiten. Oh nein, ich habe verloren, ja. Jo. Das Wasser ist hier sehr flach. Naja. Ja, hier sehr flach. Ja, okay, dann erklärt's ja, warum sie da alle schwimmen gehen. Ja. Irgendwas, wenn es sehr flach ist. Man sollte noch stehen können, man sollte noch... Ja, egal. Ich rede hier jetzt nicht mehr über Schwimmen. Level 37. Platsch. Ja, wenn er meint, dass es flach ist, dann ist es halt flach. Wir brauchen dafür aber ein Pokémon. Die Seeschauminseln sind ein stiller Zufluchtsort. Ich guck mal, ich weiß nicht, wie weit es noch weg ist. Seemon, das ist auch immer so ein Pokémon. Das hätte ich auch noch in mein Team genommen, Seemon. Das ist nämlich auch geil. Seeper und so ein Kram. Ich glaube, Seeking. Ich glaube, es ist Seeking, der letzte. Risikotackle. Seemon hört sich an wie so ein Digimon, finde ich. Seemon digitiert sowas, weiß ich. Finde ich, ja, keine Ahnung. Gerade aus recht Level 37. Naja. Apro Digimon, die neueste Staffel kommt ja bald. Die Digimon Adventure Staffel 3. Freue ich mich richtig drauf. Riesiger Digimon-Fan. Nicht alle Staffeln gesehen, mir fehlen, glaube ich, ich habe die erste, zweite, dritte, vierte gesehen komplett und vom Rest, von der fünften nur Ausschnitte und 6, 7 sind, glaube ich, die ganz neuen oder so, keine Ahnung, du weißt nicht mehr so viel.
Naja. Seeschauminseln, ja. Damit beenden wir auch den Part hier jetzt. Ich sage danke fürs Zusehen. Hoffentlich waren jetzt keine Soundbugs drin, über das ich ja, habe ich ja so viel drüber gesprochen. Naja, ich sage danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.